Meine Damen und Herren, begrüßen Sie nochmal Didi Thurau. Ja, ich sag's mal, damit das Publikum auch weiß, dass das nicht so einfach ist. Du bist Jahrgang 54. Ja, stimmt. Ja? Aber ich versuche immer, mich gut fit zu halten. Genau. Durch täglichen Sport, außer montags, ist Ruhepause. Haben Sie es gehört? Täglich? Ja, außer montags. Warum Montag, Didi? Das wusste ich auch nicht. Aber das habe ich so beibehalten, weil früher war immer der Wettkampf, Samstag, Sonntag. Genau, Und Montag war einfach immer Pause gewesen. Ja, ja, genau. Didi, wir wollen heute auch über die Dinge, die natürlich von dir bekannt sind, reden, aber es gehört zu unserem Format und das hat das Publikum immer sehr geschätzt, dass wir auch über Dinge reden, die von dir noch nicht so bekannt sind. Und da will ich auch bei dir mal zurückdrehen zu Familie, Eltern und vor allen Dingen auch zu deinem Sohn. Erzähl uns erstmal was, wann hast du mit Sport, Radsport angefangen? Gab es in der Familie schon was? Also zum Radsport bin ich gekommen durch den großen Klassiker in Frankfurt am 1. Mai rund um den Henningerturm. Da habe ich die damaligen Stars fahren sehen, wie Eddie Merckx, wie Rudi Aldag. Das waren die damaligen Idole. Genau. Und da war ich am Straßenrand gestanden, am Ziel, am Heineweg und habe das gesehen und da habe ich zu meiner Mutter gesagt, das will ich auch machen. Aber ich komme aus einer ganz normalen Familie und da war halt nicht das große Geld auch, um ein Rad zu finanzieren. Dann bin ich erstmal nebenbei shoppen gegangen, damit ich mir ein Rad zusammenschrauben konnte. Kostete damals? Ja, um die 1000. Ja. Es war natürlich nicht das beste Material. D-Mark noch, wenn Sie sich erinnern, meine Damen und Herren, D-Mark. Aber ich habe dann beim ersten Schritt teilgenommen in Frankfurt. Ich war damals 8 Jahre alt. Und, mit 8 Jahren? Mit 8 Jahren habe ich angefangen, ja. Und dann habe ich das auch gleich gewonnen. Und da war ein damaliger Radsport-Experte, der Helmer Bolsen, das war der Radsport-Experte in Deutschland schlechthin, hat gesagt, ja, da kommt einer, den müssen wir im Auge behalten, es gibt immer einen ganz großen. Und das hat mich natürlich unheimlich inspiriert und ich bin dann von Woche zu Woche zu den Radrennen hingefahren, die im Umkreis waren, immer mit dem Rad noch hingefahren. Nicht mit dem Auto. Was war dein erster Verein dann, Didi? Das war RC Edelweiß Niederrad. Und dann ging halt die Erfolgsgeschichte los und alle Jugendklassen durchlaufen, Bezirksmeister, Hessenmeister, Deutscher Meister. Und dann, wo ich dann 18 wurde, Nationalmannschaft, Jugendnationalmannschaft. Also um nochmal ähnliche Entwicklung, wie sie auch für DDR-Kinder und Jugendliche waren, mit 8 Jahren angefangen. Das ist ja im Radsport schon relativ zeitig. Auf jeden Fall, ich kam aus einer vollkommen, meine Eltern kannten vom Sport gar nichts. Die sind dann auch so mit reingewachsen, aber ich war halt wirklich so ehrgeizig. Ich wurde nie gedrängt, so wie es die Claudia auch schon dargestellt hat. Ich habe das alles selbstständig gemacht. Ich war so verbissen auch dann vom ersten Moment an. Klar, wenn man das erste Rennen gewinnt, dann will man immer mehr. Und so ging es bei mir dann richtig los, bis zur Weltmeisterschaft 1974, wo wir noch gegen die DDR im Finale gefahren sind, im berühmten Kilian-Vierer. Haben damals Weltrekord gefahren. Und das war der Start für mich dann für die internationale Profikarriere. Da waren damals schon die Manager da. Peter Post aus Holland, ein ganz großer Rennfahrer auch, und der damals eine der besten Mannschaften der Welt geleitet hat, kam zu mir. Und das war natürlich für mich wie eine Ehre. Und da habe ich dann auch den ersten... Peter Post, ne? Ja. Um das nochmal für die Radsport... Fachleute kennen ihn noch, einen Sechstagekönig. Sechstagekaiser. Ja, Sechstagekaiser war sogar. 65 Sechstagerennen gewonnen. Ja. Und dann habe ich bei ihm den ersten Vertrag unterschrieben mit 19 und dann ging es dann richtig los. Das ist bis jetzt auch noch nicht so bekannt. Wir kennen uns zwar schon eine Weile, aber auch ich wollte das unbedingt nochmal wissen. Also auch von Kindesbeinen schon Radsport und sehr erfolgreich. Und was viele vielleicht im Saal, die jetzt nicht so ganz Radsport-Insider wissen, dein Sohn Björn ist ja in deine Fußstapfen getreten. Ja, also ich habe 2 Söhne. Der eine ist Tennisprofi, der ist 20 Jahre alt. Mit dem war ich auch die letzten Jahre auf Tour gewesen und habe auch selbst dadurch sehr gut Tennis spielen gelernt. Und der andere ist der Björn, wo ich erst gar nicht wollte, dass er den Radsport betreibt, weil ich wusste halt, wie schwer das ist, um an der Weltspitze mitzufahren. Und ja gut, er hat dann auch so viel Ehrgeiz entwickelt, war einer der besten Junioren in Deutschland und wollte dann halt auch unbedingt Profi werden, was er dann auch geschafft hat. Er ist ein sehr guter Rennfahrer, er ist jetzt nicht der absolute Siegertyp, aber er macht einen sehr guten Job und er verdient Geld damit. Und für die Radsport-Insider, mir geht es jedenfalls so, ich erkenne ihn, er sieht aus wie du auf dem Rad. Ja, sag mal, ich war immer... Weil du warst ja ein Stilist. Ich war ein Stilist gewesen, ja, bei mir hat das Rad wie angegossen. Und er ist, glaube ich, noch länger als du, aber man sieht das einfach. Man denkt, du bist da in der Spitzengruppe oder so, wenn er zu sehen ist. Ja, auf jeden Fall, er hat also den ähnlichen Stil, den ich auch hatte. Und es macht einfach Spaß, ihn fahren zu sehen, aber heutzutage ist es wirklich sehr schwierig, in der internationalen Weltspitze vorne mitzufahren und vor allen Dingen Rennen zu gewinnen,
wenn man in so einem Team ist, da gibt es eine gewisse Hierarchie. Und wenn man von Anfang an nicht gleich ein Siegfahrer ist, dann bist du abgestempelt zum Helfer und dann hast du immer bestimmte Dienste zu erfüllen. Und man kann halt nichts gewinnen. Kommt mir bekannt vor. Ja, aber dir ist es ja nicht so gegangen, Didi. Um noch jetzt in deine wirklich erfolgreiche Laufbahn zu springen, du hast schon diesen Start-up, wie man heute sagt, mit dem Weltmeistertitel, es war also ein Weltmeistertitel und Weltrekord, 4000 Meter Mannschaft, der legendäre Kilian Vierer, der Westdeutsche, wie wir damals sagten, und auch das Duell gegen die DDR-Vierer-Mannschaft gewonnen und dann, das hatten wir vorhin, da belästigen wir die Leute jetzt nicht mehr, 76 nochmal und ich war noch unfreiwilliger Leidtragender. Und erst danach, das wissen viele nicht, kamen dann die DDR ab 1977, meine Damen und Herren, dann, was Sie so in Erinnerung haben, vielleicht die DDR dann doch an der BRD-Bahn-Elite vorbei. Aber man hat sich gegenseitig hochgepusht, gegenseitig nach vorne gebracht. Und ich weiß auch, dass die Rennfahrer untereinander ja nie Probleme hatten. Nee, überhaupt nicht. Also wir waren jetzt so froh beim letzten Treffen, das war hier in Cottbus gewesen. Vorhin September, sprich darüber. Cottbuser Nächte und da haben wir uns alle wiedergesehen, das war ein so freudiges Wiedersehen. Es hat richtig Spaß gemacht, wir sind zwar gegeneinander gefahren, aber zum Schluss waren wir doch alle die deutsche Nationalmannschaft im Prinzip und es hat wirklich Spaß gemacht. Also da gab es überhaupt keine Feindschaften. Es war eine Idee von... An der Stelle sage ich das einfach mal, steht nicht hier... Reinhard, wir bedauern das, aber es war eine Idee von Jens Fichte mit den Cottbuser Nächten, wo wir jetzt mal positiv ausgerückt hoffen, dass es weitergeht. Du durftest das miterleben, wir haben das mal aufleben lassen. Da fuhr dann in Anführungsstrichen BRD gegen DDR, die Vierer-Mannschaft nochmal. Ich durfte dann abends ein bisschen moderieren und dann stand immer ganz groß bei uns hier auf der Radrennbahn Sieger Deutschland. Ja. Und so wollen wir das ja haben. Ja, genau, ja. Didi. Und da sind wir Brüder im Geiste, aber jetzt nochmal zu deiner Laufbahn. Nur diese, wie gesagt, diese Vierer-Mannschaft 74 war eben so symptomatisch. Das, was alle im Kopf haben, und wir haben dich ja auch verfolgt natürlich, ich habe das mal vorher ja schon gesagt, du hast eigentlich den gesamtdeutschen Radsport damals mit deinen Erfolgen in den 70er Jahren, vor allen Dingen bei der Tour de France, und da bitte ich dich nochmal was jetzt dazu zu erzählen, 15 Tage im gelben Trikot 1977 und du warst ein ganz junger Kerl für eine Tour de France. Ja, ich war 22 Jahre alt und bin da hingefahren praktisch ohne jemals vorher die Pyrenäen gesehen zu haben oder die Alpenpässe. Bin unbedarft angegangen und hatte nur ein Ziel, den Prolog zu gewinnen. Dieses kurze Zeitfahren über 6 Kilometer, habe da auch zu Hause immer voll auf diese Distanz trainiert, ohne Trainer damals, muss man sagen, und ohne ärztliche Betreuung. Und bin einfach mit dem Ziel nach Florence gefahren, das gelbe Trikot zu holen. Das hatte ich immer im Kopf gehabt. Und dass ich dann tatsächlich geschafft habe, das war eigentlich wie im Traum gewesen. Und dann ging es halt los, weil Peter Post, der sportliche Leiter damals, hat auch voll hinter mir gestanden. Wir sind also menschlich, waren wir auch sehr gut zusammen. Von welcher Mannschaft sportlicher Leiter? Rallei. T.I. Rallei? T.I. Rallei war es, ja. Ein holländisches Team. Hier sind ein paar Radsportler, ich weiß. Hartmut Stenzel, wo ist er? T.I. Rallei war ein Radfahrer. Das war das führende Team damals praktisch, also ganz gut organisiert auch. Und der Peter Post hat mir dann auf einmal das Vertrauen gegeben. Es waren große Rennfahrer im Team wie Henny Käuber, Weltmeister und richtig gute Fahrer drin. Und dann hat er auf einmal gesagt, ja, jetzt fahren wir mal, solange es geht, für den Didi, bis die ersten Berge kommen. Und nach 4 Tagen kam dann Weil du im gelben Trikot warst. Ja, weil ich im gelben Trikot war. Und nach 4 Tagen kam dann die erste Pyrenäen-Etappe und ich habe die Berge vorher noch nie gesehen gehabt. Die erste da hast du aber ein bisschen... Die erste Etappe war... Hört's noch mal auf. Ja, ja. Die erste Etappe war 200 Kilometer, ging nach Po. Und am zweiten Berg bin ich abgehängt worden, zusammen mit Eddy Merckx. Und war warst du in guter Gesellschaft? War der größte Rennfahrer aller Zeiten. Dein Idol und, neben dir, der Hammer. Ja, ja, da habe ich gesagt, bei dem musst du am Rad bleiben. Und der kommt bestimmt wieder in der Abfahrt dann hin, wenn wir abgehängt sind. Und so kam es dann auch. Also es war eine sehr gefährliche Abfahrt. Es war nass gewesen. Ich habe das Terrain nicht gekannt, aber ich bin immer Eddy hinterhergefahren. Und wir sind tatsächlich wieder in die Spitzengruppe reingefahren. Dann waren wir noch 12 Fahrer. Und dann habe ich ja tatsächlich den Sprint gewonnen. Auf einmal habe ich mich so erholt gehabt wieder. Ja, und von dem Augenblick an hat natürlich die ganze Fachwelt auf mich geguckt. Da kommt ein 22-jähriger Nobody praktisch daher und führt hier das Tour de France-Feld an. Und du hast beim Sport doch einfach mal
den Kannibalen, hieß er ja, Eddie Merckx, hast du einfach mal geschlagen. Ja, er ist Zweiter gewonnen in der Etappe, bestimmt. Und ich hatte natürlich sehr gute Erfahrung gehabt durch meine Bahnerfahrung. Konnte gut steuern und so und habe halt genau den richtigen Moment erwischt damals. Ja, und von da an ging es praktisch von Tag zu Tag, haben wir geschaut. Und auf einmal waren es 8 Tage, 10 Tage im gelben Trikot. Und dann kam das große Zeitfahren in Bordeaux. Und auch zu der damaligen Zeit war eigentlich Eddie Merckx der beste Zeitfahrer aller Zeiten. Er war zwar schon ein bisschen am Ende seiner Karriere, aber ich hatte so einen Biss gehabt und war dann auch so euphorisch geworden. Und so gut drauf, von Tag zu Tag besser gefahren, das ganze Team hinter mir. Und dann habe ich ihn ja tatsächlich im großen Zeitfahren über 48 Kilometer damals mit über 1 Minute distanziert. Das ist und dann war natürlich die Hölle los. Ne? Dann kamen von Deutschland die ganzen Journalisten. Dann kam, rief ich an nach Hause. Damals gab es ja noch kein Handy und nichts. Vom Zimmer aus erstmal verbinden lassen. Hat natürlich ewig gedauert. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, du bist hier in der Tagesschau und hier ist die Hölle los. Ich habe das gar nicht so registriert. Riesen Medieninteresse. Dann kam die Bild-Zeitung, dann kam die Bunte. Die ganzen Zeitungen kamen nach Frankreich. Ja, und dann ging es halt richtig los. Und dann kamen die Alben. Außer Raum Dresden konnten es ja alle verfolgen. Ja. Ja, und dann kam mal die schwere Bergetappe nach Alpe d'Huez hoch. Den Berg hatte ich auch noch nie gesehen. Alpe d'Huez kenne ich auch. Heutzutage macht man das ganz anders. Heute fährt man hin, macht Streckenanalyse. Hat man damals alles nicht gemacht. Ja. Und dann bin ich halt nach Alpe d'Huez hoch, waren die Kräfte am Ende gewesen. Darf ich mal eine Frage zwischendurch fragen? Und zwar, ob es früher schon Funk gab? Nee, gab es alles nicht. Gott sei Dank nicht. Ja, das finde ich zum Beispiel auch. Also das ist so für mich so, dass ich das eigentlich nicht mag. So dieses Funk, das ist so abgesprochen irgendwie in den Teams. Wenn das wegfallen würde, glaube ich, würde die Tour auch wieder noch mehr interessanter werden. Noch interessanter, ja. Vor allen Dingen auf den Flachetappen. Ja. Weil da kann man es genau berechnen, wann man wieder vorkommt. Auf jeden Fall war es damals so, dann kam der sportliche Leiter immer neben eingefahren, hat das durchgesagt, was zu machen ist. Und jedenfalls nach Alpe d'Huez hoch bin ich dann abgehängt worden, habe da 8 Minuten verloren. Dann war ich auf einmal auf den 5. Platz. Ich muss den Zuschauern mal erklären, wer Alpe d'Huez nicht kennt, ist zwar nicht der längste Berg bei der Tour de France, aber der steilste. Ja, ist schwierig. 22 Kehren sind es, glaube ich, 14 Kilometer und es ist extrem steil. Ich bin 2 oder 3 Mal hochgefahren, aber vor dem Feld. Ich dachte mit dem Auto. Nee. Ich durfte da 8 Jahre da mal bei der Veteranentruppe von T-Mobile vorne wegfahren aus Marketinggründen. Ja, aber das Schwerste ist, dass man ja schon 3 Kols in den Beinen hat. Genau so ist es. Man hat ja den Clondon noch drin und noch 2 andere Berge, die richtig schwierig sind. Und es war heiß an dem Tag vor allen Dingen. Ich wollte nur sagen, die Alpe d'Huez ist ja auch überhaupt nichts, jetzt um mal wirklich ins Fachliche zu gehen, für so einen Typ Rennfahrer, wie du es bist. Ja, dafür war ich einfach auch ein bisschen zu schwer gewesen. Genau. Obwohl ich, also wie gesagt, auch Bergetappen gewonnen habe und Zeit fahren, ich konnte Sprinten fahren. Aber wie gesagt, dann bin ich da eingegangen, habe das gelbe Trikot verloren. War auf den 5. Platz zurückgefallen und am nächsten Tag kam die Alpenetappe nach Chamonix und ich hatte mich über Nacht so gut erholt und habe die Etappe auf einmal wieder gewonnen. Und da hat jeder gesagt, wie ist das möglich? Ne? Und so ging es halt dann bis Paris. Führte wahrscheinlich zu Verdächtigungen. Ja, aber damals bin ich wirklich so gefahren. Klar. Nur Vitamine. Ja. Ohne was zu nehmen. Didi, das... Aber ich muss sagen, also ich habe wirklich eine lange Karriere gehabt. Ich bin 15 Jahre auf hohem Niveau gefahren. Und das kann man einfach nicht, wenn man da viel reinschmeißt, auf Deutsch gesagt, oder viel dopt. Genau. Ich habe insgesamt 150 Radrennen gewonnen bei den Profis, also das ist schon eine ganze 150 Menge. 150 Radrennen, meine Damen und Herren. Bin vor allen Dingen auch im Winter gefahren, die 6-Tage-Rennen, die es ja heute gar nicht mehr so gibt. Habe 32 6-Tage-Rennen gewonnen, da ging es damals los von Mittagsfahren, Abendsfahren bis morgens um 4, 5. Das war also ein riesen Kräftenverschleiß. Richtig. Und dadurch war das eigentlich eine sehr lange Karriere, die ich gehabt habe. Richtig. Vor allen Dingen ist es sehr schwierig. Du hattest ja im Winter keine Ruhepause, dich zu regenerieren, denn die 6 Tage damals ging heute gar nicht mehr sowas. Waren ja wirklich brutal. Wir hatten ja so ein bisschen 6-Tage-Rennen in Berlin, in der Seenbinale, wo man das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, da wurde geraucht drin. Mhm. Ja. Also wie die Rennfahrer dann aussahen, war klar danach. Also dass du das überstanden hast so lange, das ist wirklich eine einzigartige Leistung im Radsport, meine Damen und Herren. Und ich will aber noch eins wissen, wenn wir die schon mal hier haben, auch wenn wir beide uns sehen und ich weiß, dass viele Radsport-Insider hier sind. Was mich beeindruckt, sind die Frühjahrsklassiker und da hast du ja Bastogne-Lüttich gewonnen. Vielleicht kannst du uns das so mal kurz schildern. Ja, das war eigentlich mein Lieblingsrennen gewesen in den Ardennen, in den belgischen Ardennen. Auch immer schlechtes Wetter und ich habe das im Alleingang gewonnen, 70 Kilometer Alleingang.
Und es war einer der schwierigsten Rennen, die ich je gefahren bin. Und das hat einiges an Substanz gekostet. Aber es war einfach mein Lieblingsrennen. Ich bin der Erste, Zweite, Dritte, Vierte, Fünfte geworden. Und habe das Rennen einfach geliebt. Lüttich Bastonio Lüttich, meine Damen und Herren, verfolgen Sie es. Und das sind ja auch die Rennen, wo man deinen Sohn Björn sieht. Ja, ja, auf jeden also Fall. Da ist ja auch was weitergegeben worden. Ich will es nur noch erwähnen, meine Damen und Herren, weil wir noch mehr vorhaben. Er ist auch so ganz nebenbei zweimal Vize-Weltmeister. Mhm. Erzähl es uns. Ganz knapp vorbeigeschrammt am Titel. Hätte ich den Titel gewonnen, dann hätte es noch vieles geändert natürlich. Na klar. Aber ich war so nah dran gewesen damals und habe auch im Finale so ein bisschen taktische Fehler gemacht, die mir nicht normal nicht passieren dürfen. Aber naja, man ist halt zweimal Zweiter. Ist halt so. Im Straßeneinzelrennen füge ich hinzu, 1977 und 1979. Ja. Also eine Riesenkarriere. Jetzt diese abgedroschene Frage des Moderators, welcher Erfolg war für dich der wertvollste oder gibt es da nichts, was du hervorhebst? Also die schönsten Erfolge waren eigentlich bei den Junioren, weil da bin ich vollkommen ungezwungen an den Start gewesen und es hat richtig Freude gemacht. Natürlich bei den Profis auch, die großen Rennen wie Lüttich Bastogne oder am Henningerturm bin ich super gefahren, Zweiter gewesen, Vize-Weltmeister. Die Tourerfolge, die vergisst man natürlich nie im gelben Trikot. Und Spanien-Rundfahrt bin ich gefahren, da habe ich auch 8 Tage das gelbe Trikot gehabt, 5 Etappen gewonnen. Es ging hier alles ein bisschen unter in Deutschland. Tolle Rundfahrt, ja. Ja, ja, aber in Italien habe ich Saronni zum Giro-Sieg verholfen. Ja. Bin auch 5. noch im Gesamtklassement geworden. Also Saronni ist vielleicht ein bisschen, wer ihn noch kennt. Ja, ja. Das sind alles Sachen, die vergisst man eigentlich nicht. Und wenn man sich heute wieder sieht, das macht einfach Freude, über die allen Geschichten dann zu erzählen. Auch. Didi. Soweit die naja. Nur positiven Dinge deiner Karriere, aber wir hatten ja vereinbart und wir dürfen das heute, dass wir auch, ich habe das mal ein bisschen Absturz 1980, wo wir alle traurig waren, gesprochen, du wurdest ausgeschlossen oder du durftest nicht an den Start von der Tour de France. Nee, ich bin gestartet in Frankfurt. Ach, du bist dann ausgeschlossen worden, ja? Nee, ich habe 3 Stunden vom Start, vom Prolog habe ich praktisch erfahren, ich wäre positiv bei der Deutschen Meisterschaft mit Evert Rien. Ja. Und gut, damals war das auch nicht so mit den Dopingkontrollen, wie es heute ist, so extrem alles. Und ja, da war ich natürlich schon geschockt und konnte die Leistung nicht abrufen. Normal war ich prädestiniert auf den Sieg im Zeitfahren, damals in Frankfurt, in meiner Heimatstadt. So bin ich dann nur 4. geworden, Hinault hat gewonnen, das Zeitfahren. Und ja, danach war die Tour für mich auch wirklich gelaufen, vom Kopf allein her. Aber es gab auch einen Ausschluss, der mit 3 positiven Dopingkontrollen begründet wurde. Also 3 Dopingkontrollen positiv, das war so steht es in den Medien. Siehst du? Also ich kenne eigentlich nur die eine. Ich habe mich nie getraut, dich zu fragen. Ich habe es jetzt irgendwo abgeschrieben. Ich kenne eigentlich nur die eine. Nee, es gab einmal um Gottes Willen, das ist kein Thema zum Lachen, um Gottes Willen. Nee, es gab nur einmal eine Differenz mit dem Kommissär. Das war, steht aber so in bestimmten Medien. Also ich Na gut, es wurde viel geschrieben. Da sind wir wieder dabei. Es wurde viel geschrieben, was auch nicht gestimmt hat. Selbst wenn wir uns gut kennen, quatsche ich das den Blödsinn jetzt nach. Nee, ist einfach so. Sag mal, wenn die Leistung nicht mehr so stimmt und ja gut, da wird gesucht nach dem Negativen in der Zeitung, wie es bei der Claudia auch ist. Und zum Schluss, wo ich dann halt schlecht gefahren bin, da wurde immer das Private noch dazugezogen. Scheidungen und das und was weiß ich alles. Aber sag mal, ganz so war es auch nicht gewesen. Es war damals ein Kommissär, mit dem bin ich praktisch, der ist bei mir beim Zeitfahren hinhergefahren und ich bin halt im Windschatten gefahren. Vom Charlie Motté. Bitte den Namen vom Rennfahrer. Charlie Motté. Motté. Bin ich hinhergefahren und hatte den Abstand eingehalten. Ja, und da haben sie mich halt dann ausgeschlossen. Aber vom Kopf her war ich eh tot gewesen wegen dem Dopingfall. Und damals war es auch nicht so gewesen, dass du klar ausgeschlossen wurdest wegen Doping, sondern da gab es auch ein spezielles Verfahren. Also du bist dann disqualifiziert worden, ja, wegen Windschattenfahren. Ja, genau. Ja. Das Verfahren war erst später und damals, der Wahnsinn. Wenn du damals positiv warst, dann bist du 4 Wochen gesperrt worden und musstest 1.000 Schweizer Franken bezahlen. Und es war alles nicht so streng wie heute. Ne? Ja. Deswegen bin ich auch froh, dass ich gar kein Rad mehr fahre, weil das ist extrem. Nee, wenn man sieht, dass mein Sohn zum Beispiel, der ja auch keine Radrennen im Prinzip eigentlich gewonnen nicht zum hat, Lachen, ne? Ja. Aber der wird jeden Tag praktisch kontrolliert. Entweder kriegt er den Arm eingestochen, entweder muss er Urin abgeben, 2-3 Mal die Woche. Er muss immer angeben, wo er ist, wo er sich aufhält. Also das ist schon extrem. Ne? Also das ist schon, zum Teil geht es schon sehr in die private Atmosphäre, also ja, Privatsphäre rein auch. Vielleicht schafft er mal einen Rekord von über 600 Kontrollen. Ja, ist der Wahnsinn. Das ist schon extrem. Schon extrem und auch die Latte ist ziemlich hochgelegt. Du darfst heute praktisch gar nichts mehr nehmen. Ja. Deshalb habe ich vorhin auch gesagt, ja, wir haben damals schon Vitamine aufgenommen, sonst schaffst du so eine Tour gar nicht. Du musst schon Vitamin 1, 6, B12 Vitamine musst du schon zu dir nehmen. Wir kommen ein bisschen noch, Glucose, wir geht kommen noch zu diesem generellen Thema Leistungssport. Wie soll das weitergehen? Es muss medizinische Unterstützung geben im positiven Sinne, also nicht positiv wirken, aber es muss medizinische Untersuchung geben. Vielen Dank, Didi, für die
tiefen Einblicke in deine Karriere. Einige Dinge wusste ich auch noch nicht. Naja, meine Damen und Herren, wir sehen uns kaum unter vier Augen. Ne? Wir sind immer, da ist immer viel drum und so weiter. Und dann gibt es ja unseren Multiplikator, Manne Braun. Wo ist er, Manne Braun? Ein Radsportaktivist vom Allerfeinsten. Na, kommen wir heute noch mal dazu. Didi, erstmal bis hierher vielen, vielen Dank. Wir wollen ja auch noch zur Leichtathletik kommen. Didi Thurau nochmal, meine Damen und Herren.